Derek Cooper bei mir, Cheftrainer von der dritten EM vom OC. Das erste Spiel ist geschafft. Dort ging es gegen die eigene erste. Wie ist es eigentlich beim vereinsinternen Duell? Geht man da anders rein, von der Motivation auch her, oder ist es wie bei jedem anderen Spiel auch? Ja, grundsätzlich ist es ja wie bei jedem anderen Spiel auch. Man versucht halt, die eigene erste ein bisschen zu ärgern. Dass die erste dann qualitativ besser ist, ist ja klar. Sonst wäre es ja nicht die erste. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut gemacht. Dementsprechend für mich ist halt wichtig, auch in so einem vereinsinternen Duell, dass man sieht, dass beide wollen, aber es trotzdem fair bleibt, weil letzten Endes ist es genau nämlich das ein vereinsinternes Duell und da wäre es unpassend, wenn es nicht fair ablaufen würde. Du sprichst es an, ihr habt euch ganz gut geschlagen im ersten Spiel, nur knapp verloren. Was gewinnt ihr aus diesem Spiel für die nächsten zwei Spiele? Da geht es ja gegen Tosasso und Gretisch. Sicherlich keine unmögliche Aufgabe für euch, oder? Also da unsere erste ja zum Favoritenkreis gehört und wir uns da 8-bar aus der Affäre gezogen haben, hat uns gezeigt, dass wir in der Lage sind, die anderen beiden zu ärgern. Und ich glaube, das sollte auch unser Ziel sein, dass wir, wie gesagt, gegen die eigene erste nicht unbedingt was holen. War klar, das wäre wünschenswert gewesen, dass es anders läuft, aber ist halt kein Wunschkonzert. Aber wir wissen, gegen Hast und auch gegen Gretisch, wir können. Und wenn wir das auf den Platz bringen und vielleicht noch ein oder andere Situation besser spielen, dann glaube ich, dass auch die Möglichkeit besteht, da Punkte zu holen. Und vielleicht dann als lachender Zweiter, so ist es dann ja, da zu stehen und vielleicht weiterzukommen. Wer weiß. Alles klar, Dankeschön.